Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Trainsimul 2 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Florian aka dem Zingis. Ja, wir fahren heute von Dresden Hauptbahnhof nach Chemnitz Hauptbahnhof auf der Tarranter Rampe durch den Tarranter Wald im Herzen von Sachsen. Und ja, das Ganze mit der Baureihe 612, also neues Fahrzeug auf neuer Strecke hier in der Welt von Trainsimul 2. Und ja, die Baureihe 612 ist ja auch das erste Fahrzeug mit Neigetechnik hier im Simulator, also auch nochmal eine spannende Sache. Und wie das so funktioniert, werden wir jetzt gleich alles sehen. Und ansonsten gilt wie immer, wenn es euch gefällt, das Video, lasst gerne ein Like da. Und dann begeben wir uns mal rein in das Fahrzeug zu unserem Arbeitsplatz. Schauen aber nochmal vorher hier kurz aufs Fahrzeug. Wir fahren übrigens als Interregio 1 nach Nürnberg Hauptbahnhof, wie hier vorne auch drauf steht auf der Zugzielanzeige. Und ja, wir haben insgesamt zweimal die 612er Triebzüge hintereinander gekuppelt. Das heißt, wir haben insgesamt vier rein Sechszylindermotoren mit jeweils 755 PS. Ein bisschen Leistung ist schon vorhanden. Ob es genügend ist für die Tarranter Rampe, weil es geht ordentlich bergauf, werden wir gleich sehen. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir hier zur Tür, machen auf die Luke. Hier kommt übrigens der Lebenssaft für unser Fahrzeug rein. Wunderschön, der gute Diesel. Und dann rein in die Kiste. Jetzt müssen wir erstmal kurz hier rechts zum Schaltschrank gehen. Hier können wir unten übrigens die Batterie einstellen, aber auch die SIFA und die PZB schalten wir hier ein und ganz wichtig die GNT, die Geschwindigkeitsüberwachung für Neigetechnik, weil ja, wir brauchen ja quasi, erstmal wollen wir hier selber fahren natürlich. Natürlich will ich den selber fahren. Meine Güte, was für eine Frage. So, aber es sagt uns, dass wir schon Verspätung haben, bevor wir überhaupt losgefahren sind. Naja, nee, aber diese Geschwindigkeitsüberwachung, die ist halt notwendig, weil wir fahren ja schneller als regulär quasi durch die Neigetechnik. Und ja, deswegen haben wir eine besondere Geschwindigkeitsüberwachung mit an Bord. So, jetzt erstmal Fahrtrichtungswende rein, nach vorne, zur Linken einmal kurz die Türen freigeben. Dann Zugspitzensignal auf 3 weiße einstellen. So, Führerbremsventil noch kurz entsperren. Genau, hier ist übrigens die Steuerung der Motoren, wo wir die aus- und anmachen können. Hier haben wir noch ein Läutwerk. Oder eine Klingel, die wahnsinnig ekelhaft ist. Wahnsinn, also was macht man mit der Klingel? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß die Funktion nicht. Also, falls ihr es wisst, gerne rein in die Kommentare. Sie klingt auf jeden Fall furchtbar. So, Wagenlicht können wir noch einstellen. Und dann hier ganz wichtig die GST. Die gleisbogenabhängige Wagenkastensteuerung, ich glaube so heißt es voll ausgesprochen, weil ohne die läuft hier nämlich nichts mit der Neigetechnik, die ist jetzt auch eingestellt. Da müssen wir auch hier Leistung auf einstellen. So, und dann sind wir eigentlich soweit durch. So, das heißt, wir können die Türen dann an dieser Stelle auch wieder schließen, Türen zu. Piepst das mal kurz hier. Dann schauen wir kurz, genau. Und nächster Halt ist dann Freiberg in Sachsen um 7.30 Uhr. Und dann würde ich sagen, verlassen wir diesen wunderschönen Bahnhof. Bremsen natürlich kurz lösen. Und dann lauschen wir mal den Dieselmotoren. Ja, die heulen tatsächlich in der Realität auch einigermaßen so, wie sie hier im Simulator heulen. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ein paar Mal bin ich schon mit dem Fahrzeug mitgefahren. Und ich finde, die Motoren klingen immer irgendwie ein bisschen überlastet. Genau, wir haben ja auch ein dieselhydraulisches Fahrzeug. Das heißt, wir haben hier ein Hydraulikgetriebe an Bord, was dann die Kraft letztlich quasi an unsere Räder weitergibt. Das heißt nicht dieselelektrisch wie die meisten Fahrzeuge eigentlich. So. SIFA meldet sich auch hier am frühen Morgen um 7.05 Uhr zu Bord. Will auch mitreden. So, das ist jetzt übrigens
die dynamische Bremse bzw. Motorbremse hier. Deswegen heult auch gerade der Motor ein bisschen auf, weil hier geht es doch ein bisschen runter hier bei dieser Unterführung. Oder Unterwerfung heißt es, glaube ich. Unterwerfungsbau oder wie war das nochmal? Ah. So, jetzt geht es aber wieder bergauf. Das heißt, wieder ein bisschen Power dazu schalten. Ja, und da hört man schon die Motoren echt ackern. Also das ist schon wahnsinnig. Die müssen sich hier anstrengen. Also irgendwie gefühlt ist das Fahrzeug etwas untermotorisiert. Ob das in der Realität auch so ist, weiß ich nicht. Aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. Und es ist träge. Es ist wirklich träge. Aber gut, das werden wir gleich auch noch sehen. So, jetzt gleich dürfen wir dann auch allmählich beschleunigen. Und zwar auf 70 Kilometer die Stunde. Komm, Kollege. Haben wir das Makrofon auch mal ausprobiert. Funktioniert also auch. Jetzt geben wir hier ein bisschen Stoff, dass wir auf Geschwindigkeit kommen. Und ja, verlassen so das wunderschöne Dresden. Wunderbar. Man muss ja echt übrigens vorausschauend fahren in diesem Triebfahrzeug, beziehungsweise in diesem Triebzug, weil es ist wahnsinnig, es ist träge, also es reagiert träge, weil man hat diesen Dieselmotor, der muss dann erstmal anlaufen und dann muss das Hydraulikgetriebe noch arbeiten und dann erst ändert sich da eben was an der Leistung. Ja, und das kann schon mal ein bisschen dauern. Wie wir hier gerade wunderschön auch sehen, das ist doch eher eine träge Sache. Fahren. Und das liegt übrigens, jetzt müssen wir mal kurz hier rüber schauen, daran, dass jetzt die Geschwindigkeitsüberwachung für die Neigetechnik aktiv ist. Das heißt, die sagt uns hier eine höhere Geschwindigkeit als die hier an der Strecke angezeigte Geschwindigkeit ist an. War das ein logischer Satz? Ja, glaub schon. Genau, weil eigentlich wären hier jetzt noch 70 erlaubt, wie wir ja vorhin gesehen haben. Aber wir dürfen tatsächlich mit 80 hier fahren. So, jetzt fahren wir auch schon durch den ersten Halt hier bei Kilometer 3 durch. Das sind Dresden-Plauen. Ein bisschen dynamisch unterwegs gewesen. Muss man sich echt auf so eine Drehzahl einigen. Vor allen Dingen jetzt geht es auch langsam dann hier bergauf bei der Strecke. So, jetzt haben wir die nächste Geschwindigkeit, nämlich 80. Und jetzt schauen wir mal kurz. Jetzt müsste er nämlich gleich auf 90 hochgehen. Genau hier, jetzt zeigt er da oben die 90 an. Das heißt, wir dürfen jetzt tatsächlich auch 90 fahren, obwohl 80 an der Strecke angezeigt wurde. Und das nächste Geschwindigkeitsprofil ist dann 110. Genau ab hier. Jetzt werden hier die 100 angezeigt und wir dürfen 110 fahren. Genau, das wird dann gleich aktiv geschaltet. Jetzt ist es aktiv. Das heißt, 110 gibt ihm. So, ja, also das funktioniert schon mal ganz gut eigentlich, finde ich. Allerdings weiß ich nie so ganz, ob es 100% realistisch ist, weil, beziehungsweise ist es nicht, weil eigentlich hat man ja auch nochmal einen Buchfahrplan oder eben elektronischen Buchfahrplan und in dem sind ja auch die ganzen Informationen halt vorhanden. Und, ja, den haben wir hier halt einfach leider nicht so mit drin. Aber jetzt sehen wir hier schon mal schön, wie sich das Fahrzeug so ein bisschen, ne, in die Kurve legt. Das ist schon echt schön. Gibt übrigens, auf Instagram habe ich das entdeckt, auch ganz netten Inhalt zu genau diesem Fahrzeug und der Neigetechnik von einem gewissen Beta. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn. Fällt mir nur gerade ein dazu, weil ich das Video tatsächlich vor kurzem erst gesichtet habe. So, nächste Geschwindigkeitsprofil ist übrigens 130. Aber das ist ein bisschen tricky, weil normalerweise schaut man ja sowieso mal auf diesen elektronischen Buchfahrplan. Wir müssen mal kurz nach außen schauen. Wahnsinn, da legt sich die Kiste in die Kurve. Phänomenal.
Nee, also das Ding ist, eigentlich schaut man ja sowieso immer auf den Buchfahrplan und hat dann eben immer seine Kilometer im Blick. Aber hier im Simulator ist das so, ja, naja, jetzt nicht immer so der Fall, weil man eben einfach diesen Buchfahrplan nicht hat. Das heißt, man schaut da oben hin und sieht, okay, 25 Kilometer und ja, genau, jetzt dürfen wir 130 fahren dann gleich. Also daran kann man sich orientieren, aber in der Realität ist das natürlich anders. Jetzt dürfen wir übrigens 130 fahren, wunderbar. Ja, allerdings, ich habe mich jetzt hier mal ein bisschen, ja, nicht schlau gemacht. Ich habe mir ein bisschen geholfen. Ich habe nämlich jetzt links auf meinem zweiten Monitor quasi meinen Buchfahrplan in Form des Wikipedia-Artikels zu der Strecke hier. Und das funktioniert eigentlich auch einigermaßen in Ordnung, sage ich mal. Weil so sehe ich zum Beispiel, dass unser nächster Halt Freiberg in Sachsen bei Kilometer 40 ist. Das heißt natürlich im Rückschluss, dass ich jetzt immer schauen muss, wir sind jetzt bei Kilometer 8.2. Also quasi jetzt 8.4, also 8400 Meter. Und da müssen wir halt drauf achten. Sonst rauschen wir durch. Ist auf jeden Fall spannend, kann ich jedem empfehlen. Einfach mal Wikipedia, dann die Strecke suchen. In diesem Fall ist das, ja, wie heißt die Strecke jetzt nochmal komplett? Es sind halt diese unterschiedlichen Kursbuchstrecken, aber in der Regel findet man die, wenn man einfach nur Start- und Zielbahnhof eingibt. Und dann, ja, genau, dann kommt man da schon drauf. Ist auf jeden Fall eine andere Art zu fahren, als jetzt hier die ganze Zeit nur sich auf diese Angaben hier im Head-Up-Display zu verlassen. So, nächste Geschwindigkeit ist 100. Unser Profil sagt allerdings, wir dürfen 110 fahren. Das heißt, wir sollten schon ein bisschen bremsen. Ja genau, jetzt meldet sich tatsächlich auch hier die Geschwindigkeitsüberwachung. Die bremst uns im schlimmsten Fall auch aus. Jetzt blinkt es schon so bösartig, das ist immer spannend. Ich bin tatsächlich jetzt schon einmal kurz ein bisschen mit dem Fahrzeug gefahren. Und das Interessante an dieser Geschwindigkeitsüberwachung für die Neigetechnik, die funktioniert halt anders als die PZB. Das heißt, hier hat man auch nicht diese klassischen Zwangsbremsungen, sondern er bremst das Fahrzeug nur an. So ist es zumindest hier umgesetzt. Das heißt, man hat nicht direkt komplett vergeigt, sondern ja, es ist einfach nur so ein kleiner Klaps auf dem Hinterkopf. So, nächste Profil ist 100 und jetzt 140 sind erlaubt. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Gehen mal hier volle Dröhnung. Und wir sehen echt, das Fahrzeug tut sich hier schwer. So, jetzt dürfen wir wieder 100 nur. Okay. Das heißt, wir können eigentlich ungefähr bei der Geschwindigkeit bleiben. So. Ja, wunderbar, aber es klappt soweit und es ist wirklich auch ein bisschen anspruchsvoll. Also das finde ich eigentlich auch ganz schön an der Strecke oder auch an dem Fahrzeug, weil es ist halt was komplett anderes, gerade wenn man es jetzt so fährt, wie ich es fahre. Weil da muss man ein bisschen mitdenken, ein bisschen vorausschauend fahren und tatsächlich habe ich schon eine negative Bewertung gesehen zu diesem Fahrzeug. So, jetzt geht es runter auf 60, da müssen wir uns sogar dran halten, da können wir nichts machen, zeigt ihr ja auch an, Geschwindigkeitsprofil 60. So, und jetzt kriegen wir eine Zwangse. Nee. Waren aber weniger als... Achso, nee, die gelten ja noch nicht. Okay, 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 das war nur die Ankündigung. Ich war gerade schon schockiert. Ab hier gelten die 60, okay. Genau, wir haben es übrigens gerade auch gesehen, da sind so Balisen so in der Mitte, so diese komischen gelben, ja, Kästchen da zwischen den Gleisen. Das ist übrigens die Überwachung, die jetzt gerade für uns gilt quasi, beziehungsweise worüber das geht.
Das sind, glaube ich, Sender und Empfänger, beziehungsweise nur Sender. Zumindest prüft er quasi, ähnlich wie bei der punktförmigen Zugbeeinflussung, quasi Fahrzeug und Gleis, was sie voneinander wollen. Also sprich, diese Balise hat eine Geschwindigkeit, glaube ich, gespeichert, die sie dann prüft. Und dann schaut das Fahrzeug halt, ob diese Geschwindigkeit auch eingehalten wird. Und andernfalls werden wir halt runtergebremst. So, 90 km/h sind erlaubt. Fahrzeug tut sich unfassbar schwer, aber wir haben jetzt gerade auch zum Beispiel eine Steigung wieder. Boah, das ist echt, es ist ein bisschen so ein Krampf. Und das Ding ist, alle Motoren laufen. Also wir haben hier, ne, da sind die ganzen Fahrzeuge, also insgesamt 4 Motoren, die laufen, bringen Leistung, also alles wie es soll, aber trotzdem tut sich die Kiste extrem schwer. So, jetzt schauen wir nochmal kurz sicherheitshalber. Wo sind wir denn hier gerade? Wir sind bei Kilometer 15,6. Das heißt, wir dürfen uns noch ein bisschen hier durch den Wald schlängeln. Und ja, man sieht auch, warum das hier Tarranter Wald heißt. Oder dass das der Tarranter Wald ist hier. Weil es echt schön. So, jetzt gleich wieder 60. Das heißt, die müssen wir sogar bestätigen mit der PZB. So, 18 Kilometer noch. Hier übrigens auch ein nettes Detail. Hier sind immer diese Signale für das Personal, was hier im Winter die Gleise freiräumt. Weil die müssen ja wissen, wann sie ihren Schneeräumer hoch und wieder runter machen dürfen, müssen, wie auch immer. Boah, wir verlieren hier echt an Geschwindigkeit. Vor allem links sehen wir an diesen magentafarbenen Balken, was ich hier anvisiere. Und das ist echt, boah. Gefühlt kommt da einfach keine Leistung an. Oh. Jetzt habe ich den Fehler gemacht, jetzt habe ich nämlich die Drehzahl mal kurz auf Leerlauf wieder zurückspringen lassen. Aber das ist hier echt verheerend in diesem Fahrzeug, weil in dem Moment, wo der wieder bei der Neutraldrehzahl oder Leerlaufdrehzahl ist, muss er sich erstmal wieder hochkämpfen. Ja, die Autofahrer unter euch werden das kennen vielleicht, wenn man mal so ein Diesel mit einem Turbo gefahren ist. Heieiei, das Turboloch im Fahrzeug ist ja schon groß, aber das, was man hier hat an Wartezeit, bis mal Leistung kommt, das ist eine ganz andere Hausnummer. Wahnsinn. Also, finde ich tatsächlich elektrisch betriebene Fahrzeuge doch wesentlich agiler. Aber gut. So, hier sind 70 und wir dürfen, Geschwindigkeitsprofil sagt 80. Ja, genau 80. Nächstes ist dann 90. So, jetzt geht es dann einmal durch den Tunnel durch. Das war jetzt der edle Krone-Tunnel, 122 Meter lang. Diese Informationen entnimmt man dann auch diesem wunderschönen, in Anführungsstrichen, Buchfahrplan von Wikipedia. Also es ist schon auch, um die Gegend kennenzulernen, eigentlich eine ganz nette Sache. Weil dann weiß man auch direkt, dass wir gerade durch edle Krone gefahren sind. Das ist Wahnsinn. Aber die Strecke macht tatsächlich mir persönlich echt Spaß. Warum war da links verwirrt? Also wahrscheinlich darf man auf dem Gegengleis gerade schneller fahren. Weil da war nämlich die Geschwindigkeitsangabe für 90 und dachte, ja toll, dann dürfen wir wahrscheinlich auch wieder schneller fahren. Aber das kommt wahrscheinlich jetzt noch nicht, weil wir gerade quasi das Kurveninnere Gleis nutzen oder den Gleisbogen, der
schmaler ist. Wobei, hier sind wir jetzt aus. Na, egal, weiß ich nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall hier an dieses Profil halten und das sagt 80. Übrigens, das ist auch ein bisschen tricky da oben, zeigt der ja Freiberg in 16 Kilometer an. Jetzt habe ich gerade gesehen, wir waren Kilometer 20, das heißt, es sind noch, genau, 20,4 jetzt, aber Freiberg ist halt bei Kilometer 40. Und das heißt, das zeigt Luftlinie die Entfernung an und nicht quasi entlangte Strecke. Das heißt, es kann einen auch so ein bisschen verwirren, weil wir fahren hier sehr, sehr kurvig durch die Gegend. Und dementsprechend entspricht das nicht der wirklich zurückgelegten Strecke am Ende. Wir müssen also jetzt 20 fahren, aber der zeigt 15 an. Nur so eine kleine lustige Sache, die mir gerade noch aufgefallen ist. So, jetzt ist aber gut hier mit der Steigung. Da möchte gar nicht wissen, wie viel Diesel wir hier gerade verbrennen. So, jetzt kommt die 90 für uns auf unserem Gleis. Das heißt, wir dürfen 90 fahren? Toll. Das habe ich mir jetzt spektakulärer vorgestellt, aber die nächste Geschwindigkeit ist dann 100. Okay. So, da sehe ich auch schon, dass... Nee, das ist nicht für uns. Jetzt kommt er wieder nicht in die Pötte. Komm, 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 komm. Ich will 90 fahren. Wahnsinn. Es ist so ein bisschen, wie wenn man mit so einem untermotorisierten Auto auf der Autobahn irgendwie so im schnell fließenden Verkehr mitkommen will. Oder so ein Überholmanöver. Boah, das auch mal. Das ist, ne, wenn der Wagen sowieso schon am Leistungsmaximum ist und man dann noch ein bisschen rauskitzeln will. Eine Erfahrung, die ich leider des Öfteren machen muss. Naja. Ja, aber da kommen gerade echt so Erinnerungen von etwaigen Autofahrten, wenn ich mit meinem eigenen Wagen unterwegs bin, mir gerade hoch. Da heißt es auch einfach Geschwindigkeit halten, das ist ein bisschen wie LKW fahren, glaube ich. Geschwindigkeit halten, bloß nicht verlieren, weil sobald man einmal die Geschwindigkeit verloren hat, bis man die wieder reingeholt hat, diese Geschwindigkeit, bis man diese... Das dauert einfach. So ist das hier auch. Bloß nicht Leerlaufdrehzahl wählen. Bloß nicht. So, dann dürfen wir jetzt hier mal wieder ein bisschen Speed. Jetzt gerade hier ist sowieso gemütlich und die Neigetechnik kickt hier auch gar nicht so rein. Also sieht man jetzt gerade nichts. Ja, jetzt schon ein bisschen. Jetzt dürfen wir auch wieder 100 fahren. Aber naja, wir haben sowieso volle Leistung aufgeschaltet. Mehr gibt das Fahrzeug einfach gerade nicht her. So, Kilometer 24,2 übrigens. Das heißt, ein bisschen entspannt können wir noch. 12 Kilometer noch. Wunderbar. 12 Kilometer Luftlinie wohlgemerkt. Nächste Profil ist jetzt dann weiterhin 100 und gleich dann 140. Ich freue mich drauf. Das geht ja echt hier wahnsinnig bergauf. Ich habe jetzt mal die Leistung weggenommen, weil gerade die Steigung auch abnimmt. So, Kilometer 25 erreicht. So, und jetzt sind hier 120 zugelassen. Und mit Neigetechnik dürfen wir 140 fahren. Das heißt, jetzt geben wir alles, was das Ding zur Verfügung hat. Damit wir hier endlich mal ein bisschen Speed drauf bekommen. Wobei, wir sind gar nicht mal so schlecht in der Zeit eigentlich. Also das geht noch, glaube ich. Ist noch nicht ganz verloren. So, hier wieder 120, aber wir dürfen 20 km/h drüber fahren. Und das ist übrigens nichts, worüber man sich Gedanken machen muss. Also, dass wir jetzt zu schnell sind oder entgleisen oder sowas. Weil die Strecken sind ja sowieso mal für ein bisschen mehr Geschwindigkeit ausgelegt. Das ist ja auch so ein Grund, warum es diesen ICE-V gibt. Das ist ein Versuchs-ICE da, oder... Ja, nee, ICE war es nicht, der Experimental-ICE nicht, nein. Das war der allererste, ja. Aber es gibt ja so einen ICE, der baut, glaube ich, auf dem ICE-1 auf. Der ist ein bisschen hochgezüchtet und kann 400 km/h fahren. Und der ist tatsächlich dafür da, um die Strecken quasi abzunehmen.
Produkten zu testen, weil die müssen eben auch immer einen gewissen Prozentzahl, glaube ich, der zugelassenen Geschwindigkeit mehr vertragen. Das heißt, hier auch, wenn 120 zugelassen ist, ja, dann tja, muss die Strecke zum Beispiel auch 140 verkraften. Und Neigetechnik ist ja eine reine Komfortsache, weil tja, ist halt für die Fahrgäste wesentlich angenehmer. Legt sich halt schön in die Kurve wie ein Motorradfahrer. Das werdet ihr hier auch nochmal sehen. Toll. Wobei ich glaube, einigen wird da glaube ich sogar schlecht. Irgendwie gibt es da ja auch solche Probleme. Sind 100 km/h, das heißt, da müssen wir aufpassen, wenn wir jetzt gleich hier das nächste Signal oder die nächste Geschwindigkeitsbegrenzung sehen. Und wir haben jetzt auch Kilometer 30 passiert. So, jetzt müssen wir einmal auf 100 runterbremsen. Schon. Ja. Perfekt. Hat gepasst. Wir haben keine Zwangsbremsung bekommen oder ähnliches. Wunderschön. Ich war mal bei einem Tag der offenen Türe in einem Ausbesserungswerk in Krefeld. Krefeld-Oppum. Und ja, da haben sie tatsächlich ein ICE mit Neigetechnik hingestellt und dann saß einer am Rechner und hat den, also am Laptop, ganz unscheinbar, und hat dann die Neigetechnik gesteuert. Das war sehr faszinierend. Konnte man sich reinsetzen, konnte man sich von außen anschauen. Und das ist schon faszinierend, wenn man so einen Zug sieht, der sich einfach so mal kurz in die Kurve legt, beziehungsweise einfach zur Seite wegkippt. Sehr spannend. Wegen sowas kann ich es jedem empfehlen, mal irgendwie zu schauen, so Tag der offenen Tür oder sowas. Das ist immer sehr faszinierend. So, die nächste Geschwindigkeitsbegrenzung ist dann auch 80. Und dann langsam können wir uns auch auf unsere Einfahrt im wunderschönen Freiberg quasi vorbereiten. Allerdings erst langsam. So, die Solarpanels sind ja hier auch super platziert. Schön unter den Bäumen. Naja, gut. Bei tiefstehender Sonne gibt es dann halt keinen Strom. So, da ist auch schon die nächste Geschwindigkeitsbegrenzung. Die geht auf 70 runter. Wir müssen nur 80, oder dürfen 80, so muss man sagen. Das ist ein Privileg, was wir hier haben. So. Herrlich. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Freiberg. Wir wünschen allen dort aussteigenden Fahrgästen einen wunderschönen Start in den Tag. Mensch, sind wir sogar pünktlich. Wir sind pünktlich. Eureka. Nächste Geschwindigkeit ist wieder 100. Perfekt. Müldenhütten rauschen wir hier gerade durch. Hier ist richtig was los. Ja gut, ich meine die Uhrzeit, ne? 7:30, klassischer Berufsverkehr hier. Gerade deshalb sollten wir möglichst pünktlich sein.
jetzt fahren wir übers Muldenhüttenviadukt. 196 Meter in der Länge. Wunderschön mit Ausblick auf Wald. Das ist echt eine schöne Gegend. Also ich würde hier gerne mal wandern. Ich war in der Gegend noch nie unterwegs. Zumindest zu Fuß, mit dem Zug. Ja, glaube ich sogar schon mal irgendwann irgendwie irgendwo. Aber die Gegend ist einfach auch nett. Oder schön sogar. Hier im Simulator, ich finde es immer schwierig. Also ich finde es jetzt gerade echt schön, gerade mit diesem Lichtsetting und so. Das macht schon was. Das ist schon echt schick. Aber ich finde, da fehlt immer manchmal so ein bisschen das Organische. Gerade so am Übergang zwischen Strecke und Umgebung. Also hier ist jetzt ganz schön, aber naja, vielleicht versteht ihr ja, was ich meine. Aber das sind Sachen, da weiß ich immer nicht. Ist es so wichtig für einen Zugsimulator? Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite ist das Aushängeschild von Trains and World. Ne? Dass es eben so detailgetreu ist und authentisch etc. etc. Naja. So, 37,8. Dürfen wir 110 fahren, aber die können wir eigentlich gar nicht mehr so richtig ausschöpfen. Zumindest, wenn unser Fahrzeug hier nicht mal langsam in die Pötte kommt. Jetzt fahren wir hier sogar durch so eine Schlucht durch. Das ist schon echt, echt schick. So, jetzt schalten wir mal die Leistung zurück und lassen mal kurz rollen. Wir sind ein Minütchen zu spät. So, Kilometer 39, das heißt, in einem Kilometer haben wir unseren Halt. Und da sehen wir schon mal den Bahnsteig. Ausstieg dann in Fahrtrichtung rechts. Ui, was passiert mit dem Zug? Was ist denn da links passiert? Das waren aber gerade mal wahnsinnige Anzeigefehler hier. So, perfekt. Okay, wunderbar, das hat doch schon mal geklappt. Dann geben wir die Türen auf der rechten Seite frei. Auch die Chance nutzen und hier mal kurz rausluren. Mal den Fahrgastwechsel hier begutachten. So, Türen dürfen wir sogar wieder verriegeln. Das heißt, das machen wir direkt mal kurz hier. So, Türen zu und 0. So, einmal kurz rauslegen. Hallo. So. Okay, Türen sind zu, das heißt, wir können wieder Fenster zumachen und los geht's. Weiter Richtung Flöha. Flöha ist Kilometer 67,3. Oh. Der Ersatz mit X, das war wohl nix, das war zu viel Leistung. Bremse noch angezogen? Ja gut, so jetzt aber. Gerade ist das Neigetechnikprofil 110 km/h verfügbar. Oder ES, was ist denn das? ES, wo steht das denn dann wohl? Naja, wie auch immer, wir dürfen auf jeden Fall 110 fahren. Das sollten wir auch mal schnell erreichen. Das heißt, wir geben einfach mal Vollstoff und holen alles aus unseren wunderschönen Motoren raus, was wir hier kriegen. So, jetzt sind auch alle Anwohner hier wach.
So, 110, das nächste ist dann 140. 140. Das ist schön. Ich freue mich gerade. Ja, das ist ja auch die erste Fahrt hier im neuen Jahr jetzt für mich. Ist ja was Neues, was Schönes. So macht das doch Spaß. So, jetzt mal wieder ein bisschen Leistung runterschrauben, aber nicht zu viel. Und da legt sich die Kiste wieder in die Kurve. Wahnsinn. Das Faszinierende ist ja, es gibt ja sowas auch bei Autos, also die legen sich dann zwar nicht in die Kurve, aber die haben so eine Wankstabilisierung quasi, dass die nicht so, ja, quasi nicht so in die Gegenrichtung pendeln, weil bei Autos sieht man es ja gerne, dass die, wenn die jetzt zum Beispiel nach links fahren, sich so ganz komisch nach rechts wegdrehen, wegkippen, wie auch immer. Besonders schön kann man das übrigens bei den Enten sehen, bei diesen Citroën 2CV. Am besten mal einfach bei Google, bei YouTube suchen, Rallye-Ente oder sowas. Wahnsinnig, wie die sich in die Kurve legen. Es gibt halt bei neuen Autos tatsächlich auch Einrichtungen, die genau das verhindern sollen. Und das Fahrzeug immer schön ebenerdig, mal, ja, schön ausgewogen halten und ein bisschen dagegen steuern, gegen diesen Effekt. Das ist schon sehr spannend. So, wir sind ein bisschen zu schnell unterwegs, das heißt, wir sollen hier mal in die Eisen gehen. Aber jetzt dürfen wir dann sowieso 140 fahren. Hier sieht man es schön, ne? Die fahren alle hier ihre 100, beziehungsweise der LKW eigentlich ja nur 60. Aber wir knallen jetzt hier mit bombastischen 140 vorbei. Das ist doch eine helle Freude, das ist immer schön. Nächstes Geschwindigkeitsprofil ist dann auch wieder 140. Jetzt fahren wir hier 45.2. Das ist der Bahnhof von Kleinschirmer. Ja. Ich hab's auch gemerkt. Ja. Bisschen flott unterwegs. So, jetzt sind wir wieder im Rahmen. Wann haben wir denn eine Ankunft? 47. Ja. Kriegen wir hoffentlich hin. Sind ja jetzt noch 20 Kilometerchen. Die spulen wir jetzt hier hoffentlich schnell runter. Nächste Geschwindigkeit ist allerdings wieder 110. Also es geht hier echt rauf und rab mit der Geschwindigkeit. So, ist das jetzt für ein schönes Viadukt hier? Nennen wir es mal beim Namen. Kilometer 48,4. Frankensteiner Viadukt. Ah, wir fahren jetzt durch Frankenstein. Ja, herrlich. So, darf ich vorstellen? Frankenstein. Ich hatte gerade kurz einen Schock, dass ich eine Geschwindigkeitsbegrenzung übersehen habe, aber nein, auch wenn hier 110 erlaubt sind, dürfen wir weiterhin 140 fahren. Die nächste ist erst für uns. Und zwar die hier. Das heißt, hier lassen wir einmal kurz ausrollen. Ja, vielleicht ein bisschen anbremsen.
Das gibt einen auf die Finger, das gibt einen auf die Finger. Oh nee. Ah, Glück gehabt. So, das war jetzt ganz knapp davor, weil der hätte mich jetzt schon gerne einmal kurz, einmal kurz den Hintern versohlt. Genau, bei Kilometer 63,6 haben wir übrigens einen Kilometersprung. Und zwar um 966 Meter. Sowas steht übrigens auch bei Wikipedia drin, also deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen. Also Geschwindigkeiten stehen natürlich nicht drin und auch, keine Ahnung, sonstige Sachen nicht, aber alle Bahnhöfe sind verzeichnet, alle Tunnel, generell solche Bauwerke, irgendwie Viadukte, Brücken und was es so alles gibt. Und eben vor allem auch die Haltepunkte und das ist echt sehr hilfreich. Also Haltepunkte und Bahnhöfe und auch Überleitstellen und sowas alles, das ist spannend. So, wir dürfen wir auf 130 beschleunigen. Kommt aber nichts. Dieses Fahrzeug, ich weiß, ist das zu wenig Leistung? Ich weiß, ich kann mir das nicht. Also ich meine, der wiegt ja nicht so viel, dieser Triebzug. Kann doch nicht so schwer sein eigentlich, oder? Ich weiß nicht, warte, wir kriegen das dort da angezeigt. Wir haben 196 Tonnen, ja, okay. Ja, ich weiß nicht. Kann man schlecht einschätzen, also ich zumindest. Wir dürfen mit 100 weiterfahren hier. 90 sind eigentlich erlaubt. Da legt sich das Ding wieder in die Kurve. Schaut's euch an. Herrlich. Hä? Entschuldigung, ich musste gerade schmunzeln, weil, also entweder ich hatte ja einen Knick in der Optik oder es sah wirklich so aus, als ob hinten unser letztes Fahrzeug, also der hintere Teil von unserem zweiten Triebzug, als ob der sich nicht in die Kurve gelegt hätte. Vielleicht täusche ich mich, aber es sah so aus. Ja, wäre auf jeden Fall sehr spannend. Vor allem alle vorne so, ja, ist so schön hier, gemütlich, ne, und hinten alle, wah, sind vollkommen den Fliehkräften ausgesetzt und klatschen an die Scheibe. Ja, ganz so schlimm wird es nicht sein, aber ich glaube, man merkt schon den Unterschied, ob das jetzt aktiv ist oder nicht. So, jetzt müssen wir ganz schnell schauen. Ich habe jetzt hier so viel wieder gelabert. 67, 56, ah, ist ja noch Zeit. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal durch den wunderschönen Bahnhof von Öderan. Servus Öderan. Zumal Servus sagt man ja nicht. Das ist eine klassisch sächsische Begrüßung. Wüsste ich jetzt gar nichts. Weil Servus ist ja eher bayerisch. Warum bremsen wir eigentlich schon auf 90 runter? Ein bisschen Zeit haben wir hier noch. Jetzt geht's aber auch bergab hier, ne? Ja. Man merkt's richtig, man muss die ganze Zeit bremsen, was das Zeug hält. Sonst geht nämlich hier nichts. Zumal sonst geht's zu gut. Aber echt, also ich finde es gerade schön, hier im Herbst durchzufahren, weil ich finde so Herbst, Wald, das ist eine gute Kombi. Gefällt mir. Jetzt geht's runter auf 80 und wir dürfen bei unseren 90 bleiben, die wir jetzt gerade sowieso haben, also brauchen wir uns echt nicht stressen.
Ankunft 47, 44 haben wir und noch ein paar Kilometerchen vor uns. Ja, das könnte knapp werden. Ich glaube, ganz pünktlich werden wir auch nicht in Chemnitz ankommen, aber... Ja, alles im Griff. So, also dieses Fahrzeug muss man übrigens echt beherrschen lernen. Also ich finde es gerade immer noch ein bisschen, ist so ein bisschen so ein Gewöhnungsakt oder eine Gewöhnungsphase. Weil das irgendwie so träge ist und ja... Ich denke, jeder, der das Fahrzeug selber mal gefahren ist, jetzt hier im Simulator, der die Strecken kennt, der wird wissen, was ich meine. Das ist echt gar nicht mal so einfach. So, jetzt können wir wieder Vollstoff geben. Jetzt sind wir auf dem wunderschönen, was ist denn das für ein Viadukt? Ist das Viadukt Hetzdorf? Ne, wir sind nicht auf der Flühtalbahn unterwegs, oder? Dann ist das die Hetzbachtalbrücke gewesen. Ja, das passt. Jetzt geht es hier direkt wieder runter auf 110. Das ist dann die Flühertalbrücke. So. Nämlich Falkenau und dann gleich haben wir Flöha. Flöha ist auch ein schöner Name irgendwie. Flöha. So, 110, 90 gleich. Jetzt haben wir es versaut, jetzt haben wir es versaut. Muss der irgendwann passieren. Jetzt haben wir einen Batscher auf die Finger bekommen. Aber jetzt zeige ich euch, dass man das sehr wohl noch ausbügeln kann. So, und... abgewehrt, würde ich sagen. Ja, also das war jetzt gut, dann haben wir das jetzt auch erlebt. Ich war nämlich gerade echt zu schnell unterwegs. Aber da haben wir das jetzt auch mal gesehen. So sieht ein Batscher von der Zugsicherung hier aus. Also eigentlich relativ undramatisch. Gibt Schlimmeres. Natürlich darf man auf keinen Fall zu schnell fahren. Geht ja gar nicht. Aber trotzdem, wenn es passiert, ne, ist nicht der Weltuntergang. Ach, hier rechts, das ist dann die... Flöhartalbahn. Ah. Die hat dann hier sogar ihre eigene Trasse. Schön. So, jetzt gleich sollte hier 57,4, weil haben wir hier einen Kilometersprung wieder drin. Ah, ja. Da ist der Bahnhof. So, perfekt. Stehen wir. Linke Seite, Türen.
auf. Ja, das, trotz dieser einen misslichen Situation hier, die jetzt gerade da passiert ist, geht's sogar noch von der Verspätung her. So, wir dürfen die Türen wieder verriegeln. Schauen wir kurz, ob noch jemand da will, noch eine gute Dame einsteigen. So, jetzt reicht's aber. Irgendwann, ach, hier könnten wir theoretisch auch die Türen sogar, ja. Hier haben wir sogar unser Typhon. Alle wach? So, schauen wir kurz. Alles frei am Bahnsteig. So, wunderbar. Das heißt, wir pflanzen uns mal wieder hin. Einmal kurz die Bremse lösen. Bremse löst sich. Bremse ist gelöst. Und weiter geht es mit 90 km/h in Richtung Chemnitz. Genau, nächster Halt ist nämlich dann schon Chemnitz. Das heißt, da können wir uns jetzt mal einfach ganz entspannt auf die letzten paar Kilometerchen begeben. So, wir dürfen tatsächlich auch 140 wieder fahren. Muss ich gerade mal ganz mal kurz... Wo haben wir denn? Chemnitz. Chemnitz Hauptbahnhof, so. Chemnitz Hauptbahnhof hat den Kilometer 79,7. Heißt, so wahnsinnig weit ist es nicht. Obwohl, da kommt jetzt noch was Interessantes, was auch tatsächlich mit dabei ist hier, also bei Wikipedia zumindest. Und zwar gibt es nämlich einen Streckenwechsel. Bin mal gespannt, ob der hier auch mit drin ist, weil bei Kilometer 76 soll es dann nämlich mit 0 weitergehen. Und dann geht es weiter bis Kilometer 3. Und dann geht es wieder mit Kilometer 78 los. Schauen wir uns gleich mal an. Also deswegen ist es übrigens auch sinnvoll, wenn man streckenkundig ist, also was ich ja definitiv nicht bin. Aber sowas hilft einem zum Beispiel dabei, auch die Strecke ein bisschen zu verstehen, wann, wo, was dazu kommt. Genau, jetzt kommt zum Beispiel hier die Strecke von Roßwein. Niederwieser. Und dürfen jetzt auch mal wieder ein bisschen beschleunigen auf ganze 120. Aber das dauert ja bei diesem Fahrzeug wieder ein bisschen. Jetzt können wir uns zurücklehnen. 56 haben wir Ankunft in Chemnitz. Das heißt, wir sollten uns sputen. Aber jetzt dürfen wir auch 140 wieder. Das freut mich. Das freut mich. Na, immer noch nicht. Jetzt dürfen wir 140, okay. Na, komm schon. Das ist echt wahnsinnig träge, die Steuerung. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass das in der Realität auch so ist, weil man darf nicht vergessen, träge Dieselmotoren, träges Getriebe, alles träge, ne, das sind auch große, schwere Sachen und so weiter und so fort. Und ja, das kann dann schon mal dauern.
jetzt mit 130 km/h wieder weiter. Da wir gerade 130 drauf haben, ist das alles entspannt. Da kann unsere Zugbeeinflussung noch so rumpiepsen. Da haben wir jetzt gar keinen Stress. Schauen wir mal, nächste Geschwindigkeit ist allerdings 100. Das heißt, da müssen wir uns ganz regulär an die regulären Geschwindigkeitsangaben halten. Heißt, wir müssen schon wieder runterbremsen. Ach, es ist ein Trauerspiel. Oh, schöner Ringlokschuppen hier. Chemnitz Hilbersdorf. Sind wir jetzt schon? So, und da haben wir gesehen, Kilometer 00, das heißt, wir sind jetzt tatsächlich quasi auf einer Strecke, auf einer anderen Strecke unterwegs, beziehungsweise hier als Kursbuchstrecke 6257 drinnen. Auch interessantes Stellwerk da, Wahnsinn. So, und jetzt sehen wir auch, Neigetechnik ist weg. Einfach kaputt gegangen. Mag mich nicht mehr. Nee, tatsächlich ist jetzt, glaube ich, einfach aus. War's. Abschnitt mit Neigetechnik vorbei, braucht man nicht mehr. Aber ich meine, wir sind sowieso jetzt gleich da. Also wie gesagt, jetzt kommen noch diese bis Kilometer 3, dann geht es wieder weg von der Strecke 6257 und dann wieder rauf auf, tja, was auch immer. So, 80 sind erwartet, müssen wir jetzt wieder ganz normal bestätigen, also jetzt ganz normal wieder mit PZB. Interessanter Turm, schön gefärbt da rechts. So, Kilometer 2.2. Interessant. Wahrscheinlich haben die da eigentlich früher, waren wir quasi eher links von uns und die Strecke hat man zurückgebaut und dann haben wir jetzt die neue Strecke hier quasi gebastelt. Da muss man sich jetzt mehr mit auskennen, weil dann können wir es, glaube ich, gut erklären. Vielleicht kennt ja der ein oder andere diese Strecke sehr gut. Quasi wie seine eigene Westentasche. Wobei, wer trägt eigentlich noch Westen? Können auch schick aussehen. Ja, ein schöner Klang. Ein schöner, ja. Was das für ein Tonabstand? Weiß ich jetzt nicht. Aber da sind wir auch schon tatsächlich in Chemnitz. Das war jetzt gerade übrigens SIFA und PZB gleichzeitig. Es war ein echt schöner Ton. Hat mir gefallen. So, Chemnitz Hauptbahnhof voraus. Übrigens jetzt hier wieder Kilometer 79. Ne? Also wie gesagt, wir hatten jetzt gerade tatsächlich diesen komischen Streckenwechsel da von der einen Strecke zur anderen. Ja, ich denke mal, das hat damit zu tun, dass sie tatsächlich da einen Teil neu gebaut haben und dann deswegen quasi dann irgendwie neu mit den Kilometern angefangen haben, wie auch immer. Aber finde ich auf jeden Fall interessant, dass tatsächlich die Kilometerangaben hier im Simulator mit dem in Wikipedia übereinstimmen. Und wenn jetzt noch zwei... Oder wenn die vielleicht die gleiche Quelle haben, dann erklärt sich das auch, warum das so ist. Aber ist ja eigentlich schon mal nicht schlecht. Also da kann man ja mit arbeiten. So, genau. Ist auch übrigens vermerkt, dass hier auch das Verbindungsgleis zur Straßenbahn Chemnitz ist, im Bahnhof drin. Ah, da steht was mit Verspätung, ne? Ja gut, 3 Minuten, ich bitte euch. Also das ist doch jetzt echt nicht das Problem, oder? So, Türen frei. Und ich würde sagen, wir schauen uns einmal ganz kurz den Bahnhof hier an. Im Schnelldurchlauf, weil ich habe jetzt die Türen freigegeben. Das heißt, sobald die zu sind, war es das. Und hier ist nämlich das Übergangsgleis für die Straßenbahn. Was war das denn?
Ja, und hier sehen wir übrigens auch unsere wunderschöne Geschwindigkeitsauswertung. Einmal, da ist passiert, der Fauxpas. Wo war denn der andere Fauxpas nochmal? Da war doch noch ein Fauxpas drin. Ah, den finde ich jetzt gerade gar nicht, wo wir da schön reingerauscht sind. Doch, das müsste dann hier gewesen sein. Ja, hier geht die Kante zumindest so richtig schön runter. Aber sonst schaut das ganz gut aus. Ja, 3 Minütchen Verspätung, das passt schon. Haltegenauigkeit. Ach, die Haltegenauigkeit. Ich weiß nicht, von der Halte ist egal. Aber Gesamtpunktzahl, gibt eine Goldmedaille. Haben wir gut gemacht. Eine Stunde Fahrzeit. Also könnt ihr euch mal so grob orientieren. Eine Stunde ist man ungefähr unterwegs, wenn man hier den Zug fährt. Nee, was ist denn da passiert? Was ist da? Jetzt bin ich irritiert. Egal. Wie auch immer, war auf jeden Fall eine schöne Fahrt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis dahin, allzeit gute Fahrt. Und was wünscht man sich eigentlich als Lokführer? Immer schön Schotter unterm Gleis oder so. Naja, bis dahin. Tschüss. Euer Zengis.